Hallo und willkommen zurück zu Box 2 DLC Missions. DLC Missions, genau. So, dann starten wir jetzt mal die nächste Mission von dem hier. Ich glaube, das ist auch die letzte. Da haben wir uns jetzt das Noodles Auto stehlen. Das wird lustig. Naja. Starten wir mal die Mission, nicht viel reden. Starten. Yo, Wrench. Jackpot! Ach, sieh dir das an. Ich wette, die benutzen die hier für ihre Undercover-Operation. Gibt's Probleme mit dem Van? Nein. Aber WKZ hat Yuminai Zulu angeheuert nach all den Bombendrohungen, die ich jemand geschickt hat. Darf ich? Erzähl mal, wie lang bist du denn schon, Pädophil? Hey Mann, du weißt, dass das nicht stimmt. Als du das Röntgenbild gesehen hast, hast du die Actionfigur in deinem Rektum wiedererkannt? Ja, das war meine Wrench-Figur. Schien das perfekte Versteck für sie zu sein. Wrench, hat Marcus den USB? Yep, bin dir weit voraus. Wollte ihm gerade sagen, dass er ihn in einen der WKZ-Computer stecken soll. Und jetzt übernehme ich. Ach, und sollte es jene Ranch-Action-Figur geben, sollten sie die Maske festkleben, damit keiner einen Schock kriegt. Du sagst das, als wäre das irgendwie schlimm. Okay. Gut, also Mikro platzieren, Spyware im System installieren und mit den biometrischen Daten vom Noodle-VP ein cooles Auto klauen. Was vergessen? Das ein oder andere, aber keine Sorge. Ich habe alles im Griff. Okay, muss aber erstmal reinkommen, oder nicht? Wie ist die USB an der. In der. Achso, wir können. Rechenzimmer M. Wir haben hier keinen Zutritt. Gehen Sie weiter. Okay. Ja, ich gehe schon. Aber wie soll man denn reinkommen? Verwandt. Ach so. Irgendwie müssen wir jetzt hier reinkommen. Ah, okay. Ich habe was gefunden. Dass wir vielleicht reinkommen. So, schauen wir mal, wo es dahin geht. Ah. Okay. Da hinten ist sowas im Hacker. Oh, eine Kamera dort. Da ist auch eine Kamera. Okay, kommt so da nicht rein, glaube ich. Okay, weiter geht's. Dich noch?
Okay, das war falsch. Okay. Das ist abgefahren. Nein. Schwärmt aus. Das ist schlecht. Mal gucken, dass wir vielleicht von oben was machen können. Achso. Nochmal, dass wir was hier oben machen müssen? Nee, oder? Okay, so kommen wir auch rein. So, jetzt richtig. Eindringling! Oh. Leitstelle, es gibt ein mögliches Ziel in Ihrem Gebiet. Leitstelle, es ist der Zack. Schicken Sie mir Wagen. Ach nö. Ich suche wir haben Deckung. Keine Chance. Geh in Deckung. Geben Sie auf. Ah, ist klar. Wow. Yeah.
Wow. Komm, zeig dich da. Oh mein Gott, Granate! Sei doch ruhig. Hat uns ein Geschenk geschickt. Wer will's kommen? Oh mein Gott, Hilfe! Unten bleiben! Geh vor! Kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Mikro platziert. Hier läuft einer mit einer Knarre rum. Da drüben, ich habe ihn doch gesehen. Ausschwärmen. Okay, gute Nacht. Moment. Komm rein. Auch mal gute Nacht. So, jetzt müssen wir runter. Sie bleiben ruhig, sonst passiert nichts. Sollte reichen.
raus hier. Okay, das ist cool. Und wie Zauberei? Tada! Ich hab den Hacker. Shit, Mann, der Wagen reagiert nicht. Wie bitte? Wrench, konzentrier dich. Ich versuche das Lenkrad zu drehen und nichts passiert. Wie zum Teufel soll ich das scheiß Auto fahren? Oh, ja, ja. Vielleicht per Sprachsteuerung. Red einfach mit ihm. Mit ihm reden? Soll das ein Witz sein? Nein, rede mit ihm. Fahr, Auto. Echt jetzt? Verlasse das Gebäude. Nächstmögliche Ausfahrt. Fahren. Scheiße, nicht durch das Fenster! Ich war eine viel bessere Autostimme. Du warst eine total gefakte Autostimme. Aber ja, du warst besser. Oh mein Gott! Oh Gott! Cooles Teil. Wir sehen ihn. Hier Einsatzleitung. Bleiben Sie wachsam. Mögliche Feinde. Bring mich raus hier, verdammt! Okay. Ohne mich umzubringen. Alle notwendigen Sicherheitsprotokolle werden befolgt. Genau davor habe ich Angst. Wie aktiviert man die manuelle Steuerung? Ich verstehe die Frage nicht. Was haben wir da falsch gemacht? Es gibt Berichte über einen gewalttätigen Krieg. Bring mich raus hier, verdammt! Okay. Ohne mich umzubringen. Alle notwendigen Sicherheitsprotokolle werden befolgt. Genau davor habe ich Angst. Wie aktiviert man die manuelle Steuerung? Ich verstehe die Frage nicht. Oh Gott, ich bin getroffen! Ich bin geschossen! Wir fahren zur Zentrale! Eine Patrouille wurde auf den Verdächtigen angesetzt. Auto, fahr doch! Warten Sie darauf, dass sich in Ihrer Nähe eine oder mehrere mögliche Zielpersonen befinden. An alle, dem Verdächtigen wurde eine Streife hinterher geschickt. Ah, die Cops sind an dir dran. Ich weiß, ich kann das Scheißlenkrad nicht aktivieren. Hast du das Auto gefragt? Ey, das kann doch nicht wahr sein, ey, dieses Auto ist doch... Wie soll das funktionieren? Das fährt erst wie so ein Sonntagfahrer und fährt dann so langsam. Wir haben den Verdächtigen. Alarm wegen eines möglichen Kriminellen in Ihrer Nähe. Bring mich raus hier, verdammt! Okay. Ohne mich umzubringen. Alle notwendigen Sicherheitsprotokolle werden befolgt. Genau davor habe ich Angst. Wie aktiviert man die manuelle Steuerung? Ich verstehe die Frage nicht. Ein Wagen ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Schwierigkeiten! Ja, jetzt ist der Dude gut durchgefahren. Was? Hä? Ey, was mache ich doch falsch da? Irgendwas stimmt da nicht. Mhm.
oder eine feindliche Person in Ihrem Bereich gemeldet. Bring mich raus hier, verdammt! Okay. Ohne mich umzubringen. Alle notwendigen Sicherheitsprotokolle werden befolgt. Genau davor habe ich Angst. Wie aktiviert man die... Ich denke in Schwierigkeiten. Genau davor habe ich Angst. Wie aktiviert man die manuelle Steuerung? Ich verstehe die Frage nicht. Ich weiß, ich kann das Scheißlenkrad nicht aktivieren. Hast du das Auto gefragt, ob es dich fahren lässt? Ja, es versteht die... Warum darf ich nicht das Auto fahren? Wäre alles einfacher. Was mache ich da richtig verkehrt? Es gibt Berichte über einen gewalttätigen Kriminellen. Bring mich raus hier, verdammt! Okay. Ohne mich umzubringen. Alle notwendigen Sicherheitsprotokolle werden befolgt. Genau davor habe ich Angst. Genau davor habe ich Angst. Wie aktiviert man die manuelle Steuerung? Ich verstehe die Frage nicht. Wie fährst du? Die Cops sind an dir dran. Ich weiß, ich kann das Scheißlenkrad nicht aktivieren. Hast du das Auto gefragt, ob es dich fahren lässt? Ja, es versteht die Frage nicht. Na dann umgeh das Selbstfahrsystem. Bist du jetzt ein Hacker oder nicht? Ja. Okay, ich schaffe das, bevor ich erschossen werde. Tod durch Erschießen ist nicht ratsam und erhöht Ihre Versicherungsprämie. Mich hat keiner gefragt! Okay, ich sperre für unbedingt alle Berechtigungen, bis ich die Sache in den Griff bekomme. Endlich! Scheiße, ja, die Steuerung ist manuell. Vom Auto? Fantastisch. Frag nicht mal, was ich dafür alles tun musste. Gerade habt den Verdächtigen gesichtet. Verfolgung läuft. Diagnose abgeschlossen. Oh, endlich. Ich kann wieder atmen. Oh, Livescores. Livescores, ganz genau. Wir wollten die Livescores von den Leuten checken. Das dürfte unterhaltsam werden. Das wird es ganz sicher. Wir könnten die Leute suchen. Viel zu langweilig und weniger Filmmaterial als Beweis. Auto fährt nicht mehr. Das macht Sinn. Toll. Das ist doch... Weiß ich nicht. Irgendwie schwer. Gut, das kann sich jetzt echt extrem in die Länge ziehen, glaube ich. Es wurde eine feindliche Person in Ihrem Bereich. Bring mich raus hier, verdammt! Okay. Ohne mich umzubringen. Alle notwendigen Sicherheitsprotokolle werden befolgt. Genau davor habe ich Angst. Wie aktiviert man die manuelle Steuerung? Ich verstehe die... Ich stecke in Schwierigkeiten. Ich verstehe die Frage nicht. An alle. Einheiten sind auf dem Weg zum Verdächtigen.
Es Auto dampft doch jetzt schon. Ich weiß, ich kann das Scheißlenkrad nicht aktivieren. Hast du das Auto gefragt, ob es dich fahren lässt? Ja, es versteht die Frage nicht. Na dann umgeh das Selbstfahrsystem. Bist du jetzt ein Hacker oder nicht? Ja, ja. Okay, ich schaffe das, bevor ich erschossen werde. Tod durch Erschießen ist nicht ratsam und erhöht ihre Versicherungsprämie. Mich hat keiner gefragt. Bei uns findet Informationsdiebstahl statt. Ich führe eine Diagnose durch. Bereithalten. Scheiße, ja, die Steuerung ist manuell. Vom Auto? Fantastisch. Frag nicht mal, was ich dafür alles tun musste. Endlich. Ich kann wieder atmen. Oh, oh, Livescores. Livescores, ganz genau. Wir wollten die Livescores von den Leuten checken. Das dürfte unterhaltsam werden. Das wird es ganz sicher. Wir könnten die Leute suchen. Viel zu langweilig und weniger Filmmaterial als Beweis. Oh, ja, das macht Sinn. Livescores sollten sichtbar sein, wenn man die Leute hackt. Ihre Profile werden nicht die gleiche Granularität haben wie direkte Daten, aber man sieht, ob die Priorität hoch, mittel oder niedrig ist. Okay. Ihr habt nun ein selbstfahrendes Auto gesehen. Mit euren Biometriedaten. Sie versprechen euch Sicherheit und Schutz im Tausch gegen biometrische Daten. Mit CTOS können sie alle Informationen über euch sehen. Und das könnte euch töten. Noodles Auto nutzt euren Livescore mit euren biometrischen Daten in seinen Algorithmen. Wenn es zwischen eurer und der Sicherheit eines anderen wählen muss, überlebt der mit dem höheren Livescore. Der andere stirbt. Euer Auto tötet euch, um jemanden zu retten, der wichtiger ist. Ihr kennt euren Livescore vielleicht nicht, aber Noodle schon. Werden sie euch leben lassen? Wir haben euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Wo zur Hölle warst du, als ich mir hier den Arsch abgearbeitet hab? Hab Dinge gemacht. Wie sitzt die Frisur? Lin, krieg ich mal einen Kamm? Nein? Okay, fick dich. Oh nein! Uns steht was Großes bevor. Könnt ihr? Spürt ihr, wie es anschwillt? Im Süden? Wie lange sind sie schon Schauspieler? Oh, ich würde sagen zwischen einem und 30 Jahren. Aber sind wir nicht alle Schauspieler, wenn wir ganz ehrlich sind? Bam! Hohe Regenwahrscheinlichkeit, Leute! Hohe Regenwahrscheinlichkeit! Denkt dran, euch zu schützen, okay? Scheiße, Jimmy, wo ist mein gottverdammter Teleprompter? Du weißt doch, ich vergesse meinen eigenen Namen, wenn ich ihn nicht vorher gelesen habe, klar? Okay. Naja, ich glaube, das war die letzte Mission. Ja, wir haben noch zwei Stück. Einmal Muscara, Ferrell und so. Eine schlechte Metazin. Und genug mehr Spieler. Missionsserver, naja, weiß nicht. Die eine ist war doch jetzt fertig, oder? Finde die nicht. Ja, die müsste fertig sein. Okay, dann würde ich mal sagen, bis es weitergeht. Ciao. Bye bye.